Uns reicht's war das Motto, mit dem Steirer Bürger im Jahr 2019 zahlreich gegen die Auswüchse türkis-blauer Politik auf die Straße gingen. Jetzt reicht es vielen Bürgern wieder. Seit geraumer Zeit wächst der Unmut, allerdings nicht über die Regierung, sondern über die sogenannten Spaziergänger, die seit fast einem Jahr jeden Sonntagabend Widerstand brüllend, lärmend und trommelnd durch die Steirer Straßen marschieren. Ohne Maske und ohne Anmeldung und begleitet von einer wachsenden Zahl zuckender Blaulichter und einem wohlwollenden Steirer Lokalsender, der selbst zum Widerstand aufruft. Ein Umzug, der nicht nur Kinder und Tiere in Angst und Schrecken versetzt. Die Steirer Bürger, die sich heute mit Kerzen in der Hand am Roten Brunnen zusammenfanden, wollten mit ihrer Mahnwache ein Zeichen setzen. Ein Zeichen des Gedenkens an die zahlreichen Menschen, die bereits Corona zum Opfer gefallen sind und an schweren Folgeerkrankungen leiden. Ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen, die sich aufopferungsvoll mit ihrem Kampf gegen Covid in den Gesundheitsberufen verschleißen. Aber auch ein Zeichen gegen die Unvernunft, die sich jeden Sonntag nicht nur in den Steirer Straßen manifestiert. Wie die Menschen in Wien und in anderen österreichischen Städten, die sich heute zu einem Lichtermeer versammelten, haben auch Steirer Bürger die Belästigung durch diese Mischung aus Corona-Leugnern, Verschwörungsmystikern und Rechtsextremisten satt und wollen ohne Krawall und ohne Konfrontation zeigen, dass die Straße nicht diesen allein gehört. Was ihnen heute unter dem Motto Yes, we care gelungen sein durfte. Vielleicht ist jetzt einigen Steirern wortwörtlich ein Licht aufgegangen.